Und wenn sie nicht geschmolzen sind, dann leben die drei kleinen Schneemänner noch heute im Gefrierfach. Das war aber ein lustiges Märchen, Henry. Ja, in meinem Märchenbuch stehen ganz viele lustige Geschichten. Aber ich bin zu müde, um sie jetzt alle vorzulesen. Ach, und ich zu müde, um sie alle anzuhören. Lass uns lieber schnell schlafen. Ja. Alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Henry? Henry! Was ist denn? Henry, du glaubst nicht, was ich gehört habe. Hör mal. Weißt du, wer das sein könnte? Das Rumpelstilzchen. Rumpelstilzchen? Aber was genau soll das Geräusch sein? Na, in dem Märchen geht es doch darum, dass man den Namen von Rumpelstilzchen errät. Ja, genau. Ein tolles Märchen ist das. Und sehr, sehr alt. Ja, und stell dir vor, es ist so alt, dass Rumpelstilzchen inzwischen selbst vergessen hat, wie es heißt. Und jetzt denkt es ganz scharf nach und kratzt sich dauernd am Kopf. Und das Kratzen macht das Geräusch? Ja, genau. Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da? Oder von dort? Von diesem Ort? So ein Quatsch. Da bei dir? Es kommt von hier. Hier muss die Höhle vom Rumpelstilzchen sein. Jetzt müssen wir es nur noch finden und dann können wir ihm sagen, wie es heißt. Ja. Hallo. Oh, habt ihr mich erschreckt? Wir sind Jan und Henry. Ja, und du bist Rumpelstilzchen. Was? Mein Name ist Hase. Merkwürdig. Und was machst du hier? Ich bin Künstler. Ich bemale große Leinwände, kleine Postkarten und manchmal auch ganz kleine Ostereier. Och, das ist ja hübsch. Ich bin gerade noch dabei, meine Buntstifte alle anzuspitzen. Das ist ja das Geräusch. Das war der Bleistiftanspitzer, den wir da gehört haben. Das habe ich mir ja gleich gedacht. Na, dann haben wir ja jetzt ein Problem weniger. Wieso? Gibt es denn noch ein Problem? Ja, ich weiß nicht, was ich zeichnen soll. Da wüsste ich was. Wir haben hier ein Märchenbuch. Das könnten wir dir leihen. Da stehen ganz viele Geschichten drin, die man zeichnen kann. Ich glaube, ich weiß da noch was viel Besseres, was ich zeichnen kann. Na, was denn? Das ist wirklich ein tolles Bild, das der Hase da gemalt hat, nicht wahr, Henry? Ja, ja. Ich finde, wir sehen auf dem Bild fast noch süßer aus als in echt. So, aber jetzt schlafe ich erst mal. Gute Nacht, Henry. Wieso heißt Rumpelstilzchen eigentlich Rumpelstilzchen? Was haben die Eltern sich wohl dabei gedacht, als sie ihm den Namen gegeben haben? Und wie heißt es eigentlich mit Nachnamen? Rumpelstilzchen Meier? Oder Müller? Oder Schmidt-Wennebusch-Bulacek? Was meinst du, Jan? Jan? Schläft schon. Dann muss ich ihn wohl morgen fragen.